Ich schätze an meinem Rafa, dass hier immer eine offene Tür ist, dass man gerne nach Hause kommen kann. Das war schon immer so. Und dass sehr viele verschiedene Sorten von Leuten hier aus- und eingehen. Man lernt viele interessante Leute kennen und vielleicht manchmal schon spezielle. Aber es ist jeder willkommen und das finde ich immer cool. Wunderbar! Genial! Einfach, es ist immer wieder etwas Neues, immer wieder etwas Gutes. Ich glaube, noch selten so eine gute Küche erlebt. Hey, so. Sehr, sehr gut. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht viel schwerer heimgehe, als dass ich herkomme. Hammermässig! Jesus, es ist also. Ja, ich habe geschwärmt hier oben. Ich muss sagen, die Küche, die wir hier haben, die ist einfach der Hammer. Und ich kann das bezeugen, weil ich auch schwerer bin als vor 2 Monaten, als ich hierher kam. Es ist nicht nur gut, es ist auch viel und mir hat genug. Es ist einfach Halleluja. Vielleicht fast zu gut. Das Essen ist sehr gut, ja. Gut. Das ist halt nur der McDonald's. Bei Rafa finde ich auch cool, dass du immer kommen kannst und es hat immer Leute rum. Da kannst du unter den Tisch hocken, rund den Tisch, und dann kannst du das Käfeli nehmen und es hat immer Ernst oder Marcel oder Diego, immer ist jemand rum. Ja, also hier aufzuwachsen war sicher sehr spannend gewesen. Ich kann zwar nicht sagen, wie es wäre, wenn wir im Einfamilienhaus wären aufgewachsen. Ich habe es immer super gefunden, wenn da viel läuft. Wenn irgendwie ganz schräge Leute ins Haus kamen, wo die Post ist abgegangen, zwischen ihnen mal einer ist laut worden oder so. Das ist eigentlich das, was mir auch immer in Erinnerung bleibt. Das hat für mich immer gefällt. Dann hat es sicher auch die Zeit gegeben, wo wir mit der Familie manchmal ein bisschen wenig Privatsphäre hatten. Weil manchmal am Abend noch einer kommt und fragt, ob er noch 2 Minuten mit meinem Vater reden kann. Und dann wäre das 2 Stunden und der Abend mit der Familie ist eigentlich dahin. Das ist schon aber ziemlich schade gsi. Ich habe es sehr schön erlebt, im El Rafa aufzuwachsen, vor allem jetzt so, wenn ich hinten rein schaue. Es hat manchmal Momente gegeben, wo ich mir es anders gewünscht hätte als Kind. Gerade dann, wo wir auch Kinder aufgenommen haben, oder Teenies, die gleich alt waren wie ich und auch bei unserer Familie waren viel. Das war für mich, glaube ich, so ein bisschen die schwierigste Zeit gewesen, weil ich dann manchmal hatte das Gefühl hatte, es ist ein Konkurrenzkampf oder es will jemand in unsere Familie reinkommen und wir vielleicht die Eltern einen Teil wegnehmen oder Geschwister. Das hat mich dann sehr herausgefordert, aber auch am Sonntagabend, wenn ich wusste, jetzt kommen sie wieder. Und da hatte ich auch eine rechte Krise. Aber hinterher habe ich das Gefühl, es hat mir sehr gut getan, Sachen zu teilen, die mir wichtig sind. Was mir persönlich vor allem immer hat, recht mitgenommen ist, weil Leute hier ziemlich aufgeblüht sind. Eigentlich waren sie super. Und dann haben sie nach und nach hinterher einfach Krämpfe drehen. Und dann, kaum sind sie nicht mehr hier gewesen, abgestürzt wieder. Und ein paar Jahre später triffst du die gleichen Leute auf der Straße, sie sind wieder voll drauf.
manchmal hat es auch Sachen gegeben, die für uns Kinder schwierig waren, die wir vielleicht auch nicht so verstanden haben, wenn wir eben irgendwo hin wollen als Familie, und es dann geheißen, ja, wir müssen jetzt warten oder wir können nicht gehen oder der Papi hat noch ein Gespräch, es geht vielleicht nur noch 5 Minuten, dann ist es vielleicht 2 Stunden gegangen. Das hat man halt auch dann nicht so nachvollziehen als Kind, aber ja, das sind kleinere Sachen und ich denke, im Großen und Ganzen war es für uns positiv gewesen. Mir ist es eine Bereicherung, die Grossfamilie. Ich hatte 25 Jahre lang Zeit und habe mich irgendwie vermissen, wenn wir ein paar Tage für uns sind. Ja, ich möchte vor allem probieren, dass ich den Leuten hier Vater sein kann und nicht einfach Chef. Ich denke, das ist für alle, die hierher kommen, sehr wichtig, dass sie es daheim haben. Viele, die zu uns kommen, haben nicht unbedingt ein Zuhause gehabt oder haben das nicht genutzt. Und da ist es sehr wesentlich, dass sie gesund sind, dass sie wirklich einen Ort haben, wo sie geborgen sein können. Ich finde es besonders gut, dass man im Erafa Leute, die in Not sind, ein Zuhause geben kann. Und auch Familien, die für mich da sind. Also, ich schätze, dass wenn die Leute zu uns kommen, werden sie sehr liebevoll und gut aufgenommen. Der WG-Charakter vom Elrafa, der Grossfamilie-Charakter. Gemeinschaft mit anderen, das Zusammenleben. Und dass ich hier wohnen kann, das ist gut. Dass meine Eltern im gleichen Haus wohnen, das ist eine super Unterstützung für uns. Also das Wichtigste ist für mich sicher der religiöse Hintergrund, die Grundlage, das Fundament, also das alles. Ja, eigentlich auf Gott, auf Jesus aufgebaut ist. Was ich auch gut finde, wir versuchen, den Glauben, unseren Glauben an Jesus Christus praktisch miteinander zu leben. Das Hauptanliegen ist sicher, dass Leute hier eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus bekommen dürfen und ihn als Erlöser erleben. Dass wir den Menschen, die hierher kommen und einen Neuanfang machen wollen, eine Stütze und eine Hilfe können sein. Ich finde es auch schön, wie viele Leute hier schon Hilfe erlebt haben, wie viele den Ausstieg geschafft haben aus den Drogen. Mal, mir gefällt es, dass man viele verschiedene Leute sieht. Und auch sieht, wie viele Leute aus den Drogen kommen, dass es ihnen plötzlich besser geht. Dass unsere Bewohner sich wohlfühlen in unserem Haus, dass sie ein Zuhause haben und dass sie auch lernen, wieder in den Alltag hineinzukommen, sie Ordnung lernen und es gibt verschiedene Sachen. Die grosse Offenheit, die wir hier haben. Dass hier immer eine offene Tür ist, dass man gerne nach Hause kommen kann, das war schon immer so. Und einfach auch so eine verbindliche Gemeinschaft, wo man die Sorgen erzählen oder auch zuhören oder auch Gutes, Freude erzählen. Ich schätze es sehr, dass man auch kann, wenn es einem wenn einem etwas beschäftigt, wo man nicht rankommt, dass man das mitteilen kann. Ja, darüber kann reden und auch darf erleben, dass es wirklich Veränderung gibt, dass Hilfe kommt von Gott. Das Zusammensein mit den Leuten hier, in der Gemeinschaft, zusammen wohnen, zusammen diskutieren, zusammen werken, einfach das Zusammenleben, ist mir ein sehr hoher Stellenwert. Ich schätze, dass wir hier wirklich so eine zusammengewürfelte Gemeinschaft haben, vom Ernst, der schon ein bisschen Alter hat, bis wirklich zu jungen Leuten. Das finde ich sehr schön. Ja, diverse Sachen. Gestern und vorgestern habe ich gemalt, verputzt und voll aber eben auftragt. Sättige Sachen. Jetzt im Moment mache ich ein Nagelbrett für das Jubiläum. Und dann noch ein bisschen besuchen, um das verändern zu können. Ich habe verschiedene Sachen. Ich bin gerne in verschiedenen Bereichen hilfsbereit. Von Putzen bis zum Malen. Auch Sträucher schneiden, Gartenbereich, Haushalt, Kochen und
hier und da Schreinerei. Mal, das ist so die Tätigkeit, die ich gerne mache. Der Auftrag selber sind extrem schön zum Ausführen. Also ich als Maler arbeite, solche Sachen sind, mache ich extrem gerne. Ich lerne natürlich sehr viel dabei. Was jetzt gerade handwerkliches Geschick kann ich hier sehr gut verbessern. Ich bin froh, wenn es immer etwas gibt, gell, etwas zu tun. Und sonst gehe ich mit China unterwegs. Und eben abwaschen und so. In Zukunft wünsche ich mir, dass ich Gott noch mehr erlebe und seine Liebe weitergeben darf. Ja, sicher Schritt 20 in Arbeitswert extern. Dass ich eine Arbeitsstelle finde im kaufmännischen Bereich. Umgefällt, wo ich ja, mich weiterentwickeln kann. Und dann auch im Glauben weiterkommen. Ja, einfach immer mehr, ja, man könnte sagen, Sachen, die mich stören, da mehr, einfach dort, dass der Herr dort wirken kann. Ja, dass bergauf gehen kann, dass ich im Glauben wachsen kann. Dass ich gesund bleibe. Und kann gesund sein und da in meiner Raffa bin, da bin ich wohl. Ich wünsche mir selber, dass ich auf diesem Fundament wachsen und harren auf dem Glaubensweg und kann hier weiter eine Dienstleistung tun und wie sich die Zukunft noch ergibt, lasse ich darauf abkommen, was Gott mir auf den Weg legt. Also meine Wünsche für die Zukunft sind, mein Leben wieder in eine geregelte Bahn zu bringen, meine Finanzen aufzuräumen und meine Kinder in voller Zeit zu geniessen, wenn sie bei mir sind. Was ich mir auch wünsche, ist, dass es weitere 25 Jahre bestehen kann. Ich wünsche einem El Raffa sicherlich nur das Beste und dass es Minimum noch 250 Jahre so darf bestehen. Dass wir hier auch mehr Leute aufnehmen können, die Probleme haben. Ich wünsche mir für El Raffa, dass noch mehr Leute das lernen kennen, weil dass sie hier einfach dürfen, ja, wieder einen Boden bekommen. Ich wünsche El Raffa Gottes reichen Segen. Bewahrung, immer wieder Bewahrung. Ja, weiterhin alles Gute, dass sie Erfolg haben, schaffen mit Gottes Segen. Ich wünsche mir Raffa, dass in Zukunft auch weiterhin sehr viele Menschen einen Neuanfang machen können. Was können wir wünschen? Alles Gute. Ich überlege alles. Alle besten Wünsche dir. Ich wünsche mir Raffa, dass sie der Name Gott heilt immer wieder erleben dürfen, dass viele Menschen dürfen hierher kommen und einen neuen Anfang machen, dass sie dürfen frei werden dürfen. Ja, dass sie wirklich einfach mit Gottes Hilfe dürfen vorwärts gehen. Dass alle können Jesus lernen kennen als ihren Retter, der frei macht. Ganz viele Leute, die eigentlich kommen können, einfach hier ja, Gottes Hilfe dürfen leben und vor allem einfach dürfen frei werden von all dem, was sie vielleicht mitbringen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin einfach so Mut haben, gegen jeden Widerstand durchzubrechen und die Arbeit weiterzuführen. Ich habe die Hoffnung, dass El Raffa auch in Zukunft wirklich unabhängig bleiben kann. Dass wir nicht in irgendwelche Abhängigkeiten reinrutschen, die uns verhindern, dass wir die Glaubensgrundlage wirklich als Fundament haben können. Dass Sie weiter
den Segen von Gott dürfen haben und dass noch viele dürfen Hilfe erfahren dürfen. Auf Frieden, Liebe und Geborgenheit. Dass jemand ganz klar von Gott den Auftrag ins Herz bekommt, das weiterzuführen. Dass die Mami oder Papi vielleicht irgendwann schon ein bisschen kürzer treten können, dass sie mal ein bisschen zurückschauen können und dass jemand anderes das wirklich mit Freude weiterfährt und ganz klar eine Vision drin sieht. Die helfen und die teilnehmen, Gottes Hand können spüren und dass das in Zukunft aufblühen kann. Mein Wunsch ist, dass möglichst viele Leute in den Genuss kommen von dieser schönen, einfach mit der schönen Atmosphäre, die wir hier haben. Ich wünsche mir Rafa, dass es weiterhin Oase darf sein für Bedürftige, die Hilfe nötig haben. Dass sie hier die Hilfe dürfen finden nach Geist, Seele und Leib. Und ich wünsche Ihnen, Raffa, dass Sie auch so wirklich Leute hinter sich haben, die Sie stützen im Gebet.